Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Akhirnya penantian kami untuk naik kereta cepat Whoosh sudah tiba. Yuk ikut kami merasakan pengalaman naik kereta cepat Whoosh dari stasiun Tegaluar menuju stasiun Halim. Kami diantar oleh keluarga sampai ke area drop-off. Begitu sampai, kami disambut dengan tangga dan eskalator yang mengarah ke area keberangkatan. Selain itu, adanya kantor layanan pelanggan di sini memberikan rasa aman dan keterbukaan bagi kami untuk mendapatkan informasi atau bantuan apapun yang diperlukan. Bangunan stasiun Tegaluar ini tuh masih terasa banget barunya. Lantainya masih bersih, cat temboknya juga masih mulus. Das ist ein neuer Bahnhof. Ja, ist so schön. Ich glaube, dieser Zug kann man schon mit ICE konkurriert werden. Ja, dedizierte Gleise sind, deswegen ist es schnell. Di stasiun kereta Whoosh terdapat beberapa mesin tiket. Dan kalian juga bisa beli tiket di sini loh. Kebetulan aku dan tim sudah membeli tiketnya secara online. Dan sekarang kami mau mencetak tiketnya. Untuk mencetak tiket, kalian pilih opsi Internet Ticket Collection. Lalu masukkan nama kalian yang sesuai dengan KTP atau paspor. Setelah masukin nama, kalian pilih rute yang sudah kalian beli. Lalu klik print deh. Beli hotdog. Kalian gak perlu khawatir soal keamanan, karena di stasiun Tegaluar juga ada kantor polisinya, guys. Kalau kalian lapar, di sini ada berbagai macam pilihan makanan. Dan yang paling menarik buat kami adalah sistem pembayarannya yang sudah tidak menerima cash. Was esse ich? Willst du essen? Ja, bitte. Keine Ahnung. Selamat makan. Wie esse ich das? Keine Ahnung. Mit der Hand. Und dann die Pommes isst du mit der Gabel. Berapa harga? Berapa tadi ya? 25.000. 55. 25.000. Oh, mit Pommes. Ya, 55. 55.000. Meins ist 50.000. Nee, meins ist 55.000. Ah, eigentlich für diese Portion ist es ein bisschen teuer, also bei mir. Ja, also für Indonesien teuer. Also so gesehen 3 Euro. Ist okay. Luas keseluruhan lahan dari stasiun KA Cepat Tegaluar yaitu 16.000 meter persegi, dengan luas lantai 1 sebesar 5.800 meter persegi yang digunakan untuk tempat penjualan tiket, pintu masuk dan keluar stasiun, dan area komersial.
Selanjutnya, lantai 2 stasiun Tegaluar ini luasnya 7.300 meter persegi dan digunakan sebagai ruang untuk staf stasiun, area komersial, serta security check. Magst du irgendwelche Kleinigkeiten kaufen? Süßigkeiten, Chips, Getränke haben wir schon gekauft. So zwei Mineralwasser reicht, ja. Ja? Was machst du noch kaufen? Nehmen wir Kaffee. Ja. Schatz. Bist du bereit, mit indonesischem ICE zu fahren? Ja. Sementara itu, lantai 3 luasnya 2.900 meter persegi dan dipergunakan untuk ruang tunggu penumpang, area komersial, dan jembatan untuk penumpang mengarah kepada platform. Wir sitzen im Wagen 3. So, wir suchen jetzt den Wagen 3. Schatz, langsamer bitte. Welcher Wagen ist das? Das ist 4. Noch eins weiter. Satu lagi. Noch eins weiter. Da vorne hier ist unser Wagen. Vorne rein? Hier. Hier ist 3. Da ist 3. Hallo. Sini. Hallo. Unsere Sitze. Wir sind jetzt schon im Zug. Und hoffentlich schneller als ICE. Mal gucken. Aber Ausstattung sieht schon mal gut aus. Viel Platz. Wir haben unbedingt keine Verspätung. Ja, keine Verspätung. Keine Verspätung. Die Klimaanlage funktioniert? Ja. Die Wagenreihen voll gestimmt. Ja. Das ist schon mal was. Ich bin gespannt. Ich auch. Wie schnell der Zug fährt. Was schätzt du, wie schnell fährt der Zug? Also 300. Irgendwas. Ich glaube mehr. ICE fährt ja so 320, 330. Mhm. Ich glaube schneller. Schneller? Ja.
Schiene sieht sehr gerade aus. Und die Station in Jakarta heißt, ich glaube, Halim etwas. Und dann von dort aus mussten wir noch mit dem Auto fahren vor einer Stunde. Ja, die Stationen sind halt außerhalb der Stadt. Ne? Ist nicht so wie in Deutschland, dass es in der Innenstadt ist. Als Deutsche Bahn. Ja. Kemudian untuk keluar stasiun, kalian masih harus nge-scan tiket kalian ya. Wir sind pünktlich angekommen in Jakarta. Ja, und ich muss auf Toilette. Ja, du hast viel Kaffee getrunken. Ja. Demikian pengalaman kami naik kereta cepat Whoosh. Terima kasih sudah menonton video kami dan sampai jumpa.